Die Flammen standen schon vor der Tür. Als vor wenigen Tagen der Wald von Keratea in der Nähe von Athen brannte, hatte Georgios Kotsakis nur wenige Minuten, um die wichtigsten Dokumente zusammenzupacken und sein Haus zu verlassen. Von da oben kam das Feuer runter, überquerte dann die Straße von unten und dann war es da und hat alles niedergebrannt. Wieder ein Sommer mit Hitzerekorden und Trockenheit. Allein seit Sommerbeginn zählte die Feuerwehr bisher mehr als 2000 Waldbrände. Ich möchte deutlich machen, das Schwierigste steht uns noch bevor. Und das erfordert die bestmögliche Koordination aller Dienste. Besser als vor einem Jahr auf Rhodos. Auf der bei Touristen beliebten Insel hatten die Behörden zu spät und zu nachlässig auf Waldbrände reagiert. Die weiteten sich dann zu einem Flächenbrand aus. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Es geht in diesem Hitzesommer in Griechenland nicht darum, Waldbrände zu verhindern, sondern sie frühzeitig zu erkennen und schnell zu bekämpfen. Spezialeinheiten der Feuerwehr durchkämmen die Wälder, schlagen Brandschneisen, um dem Feuer das Futter zu entziehen. Wir sind für eine längere Zeit wachsamer und natürlich patrouillieren wir ständig so viel wie möglich im Waldgebiet, damit wir sofort in das Feuer eingreifen und es am Anfang bekämpfen können, was einfacher zu bewältigen ist, bevor es groß wird und großen Schaden anrichtet. Der Waldbrandsommer hat gerade erst begonnen und Georgios Kostas steht schon vor den Brandruinen seines Hauses und sagt, ich kann von Glück reden, dass ich davongekommen bin.